Zweimal im Jahr veranstaltet der IVD Mitte Ost für seine Mitglieder, interessierte Gäste und den Nachwuchs der Branche eine eintägige Fachtagung in Leipzig. Die Frühjahrsfachtagung Anfang April bot erneut ein vielfältiges Programm für Makler, Verwalter und Sachverständige. Und einem Thema widmete sich die Immobilienbranche Mitteldeutschlands in diesem Jahr besonders: die Bundestagswahl. Ja, zunächst liegt der Schwerpunkt wie jedes Jahr bei den Dingen, die unsere Mitgliedsunternehmen bewegen. Und deswegen ist auch die Wahl diesmal auf die Wahlvorbereitung gefallen, weil die Fragen des Bestellerprinzips, die Fragen des Geldwäschegesetzes, die ganzen Regelungen hinsichtlich des Mietermarktes unsere Mitgliedsunternehmen bewegen werden. Und demzufolge wollten wir auch frühzeitig Sie darüber informieren bzw. auch mit Ihnen in die Diskussion kommen. Als Interessenvertreter der Immobilienwirtschaft befindet sich der IVD bundesweit bereits mitten im wohnungspolitischen Wahlkampf. Die Bundesgeschäftsführerin Zanjen sprach in Leipzig darüber, welche politischen Aktivitäten der Bundesverband im Wahljahr 2013 besonders intensiv vorantreibt. Die Themen, die jetzt für uns, also sprich wirklich für den IVD, maßgeblich sind, ist einmal das Wohnraumvermittlungsgesetz, also das Bestellerprinzip, was ja im Bundesrat gerade liegt. Und dann natürlich auch das Mietsenkungsgesetz, was im Moment ja auch in allen Medien zu hören ist und für weiteren Neuvertragsmieten für uns starke Einschränkungen hätte. Um diesen Themen und den damit verknüpften Zielvorstellungen einen politischen Nachdruck zu verleihen, werden derzeit auf Bundesebene viele Gespräche mit den Vertretern der Parteien geführt. Für die Landesebene wünscht sich die Geschäftsführerin des Bundesverbandes im Wahlkampf noch mehr Unterstützung. Ich behaupte mal, dass der IVD noch nie so viel politische Arbeit betrieben hat wie jetzt. Das Präsidium, unser Präsident, ist regelmäßig in den Gesprächen, sei es auf Ministerebene, also sprich vom Kabinett, oder sei es wirklich bei den Abgeordneten, die im Bundestag dann mit abstimmen. Wir führen mit allen Fraktionen intensive Arbeitsgespräche und wie gesagt auch mit den Behörden. Wo wir noch mehr Kraft geben können, ist tatsächlich in den Ländern, dass da noch mehr Gespräche geführt werden mit den Ländervertretern. Nach einer ersten Kaffeepause stand dann auf der Frühjahrsfachtagung der mitteldeutsche Immobilienmarkt aus Sicht der organisierten Wohnungswirtschaft im Vordergrund. So stellte unter anderem der Verbandsdirektor des Sächsischen Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, Siegfried Schneider, die aktuellen Megatrends des regionalen Marktes vor. Das, was den mitteldeutschen Wohnungsmarkt ausmacht, ist, dass die bundesweiten Trends, diese Megatrends, die sind bundesweit, dass diese in besonderer Weise in Mitteldeutschland zu registrieren sind. Insbesondere? Dazu gehört, dass wir im Hinblick auf die demografische Entwicklung, was zum Beispiel die Frage der Haushalte ist, die Spannbreite von -10% bis -20% in den Jahren bis zu 2030 ist. Das heißt, wir sind in besonderer Weise betroffen. Der Anteil der Älteren wird gerade im mitteldeutschen Raum in besonderer Weise zunehmen. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch der Teil der Jüngeren unserer Nachwuchsgeneration bis 15 ist ausgesprochen dünn gesät, sodass wir von den Megatrends in besonderer Weise betroffen sind und sie gestalten müssen. Des Weiteren fanden auf der Fachtagung die Themen Finanzierung von Wohnimmobilien mit Fördermitteln und steuerliche Gesichtspunkte bei der Veräußerung von Grundstücken Gehör. Und neben der klassischen Fachausstellung bot das Programm am Nachmittag wieder die einzelnen Foren für Makler, Verwalter und Sachverständige. Kurz vor Ende der Veranstaltung zog der Regionalvorsitzende ein erstes Fazit. Also bislang von dem Feedback, was ich von unseren Mitgliedsunternehmen erhalten habe, haben wir also mit dem ausgewählten Programm eigentlich den Nerv unserer Mitgliedsunternehmen getroffen. Insbesondere, also wie gesagt, das Vormittagsprogramm und jetzt auch in den Fachforen, wo wir ja spezielle Rechtsprobleme oder auch jetzt gerade den Grundstücksmarkt von Leipzig behandelt haben, denke ich, dass es insgesamt gut angekommen ist. Von den Teilnehmern haben wir gesehen, dass wir auch sehr viele Berufseinsteiger haben, beziehungsweise die sich in Ausbildung befinden, sodass also wir uns auch wegen dem Nachwuchs nicht ganz so die Gedanken machen müssen. Also insgesamt denke ich bislang eine gelungene Veranstaltung. Die nächste Fachtagung des IVD Mitte Ost findet dann erneut im Herbst in Leipzig statt. Ich habe rechts nur aufgelistet, wir haben 51 Makler angeschrieben gehabt bei unserer